you Willkommen zur neuen Maya-Welle, die am Freitag beginnt, am 7. Mai und am 19. Mai endet. Es ist die Maya-Welle der Fruchtbarkeit und des Netzwerkes. Ja? Kahn ist eine ganz besondere Welle, denn wir haben wieder zehn Portaltage in dieser Welle. Die Portaltage vom 9. bis zum 18. Ja, die haben es dann wieder in sich, denn es kommt so einiges auf den Tisch. Was kommt auf den Tisch? Vielleicht habt ihr es verfolgt. Diese Woche, wer auf die Schumann-Frequenz schaut, hat gesehen, dass wir schon wieder massivste ja, <laughs> Energien haben, die uns herausgefordert haben. Die Energien sind jetzt in dieser Woche gelaufen, vor dieser Meierwelle. welle und diese Energien, die haben körperlich allerhand von uns abverlangt. Also wenn ihr müde wart, wenn ihr platt wart und gar nicht erklären konntet, warum, das hat damit zu tun, mit den Frequenzen, die dort angeschoben worden sind. Das waren noch nicht mal die wirklich emotionalen äh, Frequenzen, sondern wirklich das, wo es ans körperliche geht. Und das hat natürlich auch ein bisschen etwas an uns, in uns herausgefordert. Das war aber auch für mich schon fast ein wenig wieder ein Vorbote für das, was jetzt mit dieser Maya-Welle kommt. Denn die Schwingung und bei dieser Welle geht es ja um die Fruchtbarkeit und des Netzwerkes, die geht natürlich über die Erde. Die Erde schwingt die zeigt uns den Weg, wo geht es hin. Und dieses, dass wir es im Körper spüren, hat auch wieder damit zu tun, dass wir etwas heruntergefahren werden, dass wir einfach die Emotionen, gar nicht erst, dass die an uns rankommen, weil wir viel zu platt sind, weil wir müde sind. Und wer das gespürt hat in der letzten Zeit, der wird das gemerkt haben, geschlafen haben und nein, du bist nicht krank, das ist die Energie, die hier mit dabei ist. Es ist am Pulsieren, und dieses Pulsieren bereitet uns eben auf die zehn Portaltage vor, die auf uns zukommen. Denn in dieser Maya-Welle, die jetzt auf uns kommt, für uns kommt, auf uns zukommt, Halleluja! Das ist eine ganz besondere Zeit. Diese besondere Zeit, da geht es um Kräfte, die aus uns herauskommen, wo wir etwas gebären wollen, wo etwas vorwärts geht, wo aber auch ganz klar auf den Tisch kommt, wo sind schädliche Verstrickungen, auch in Familien, auch Abhängigkeiten, die sich zeigen. Also, das wird jetzt immer, immer klarer und kommt auf den Tisch, eben um angeschaut zu werden. Das ist eine Feuerkraft, das ist eine Schöpferkraft. Die fordert euch, die fordert euch richtig heraus. Die fordert euch so lange heraus, bis ihr mit eurer Herzenskraft verbunden seid. Und das hat dann fast schon so etwas Magisches an sich. Also, ihr werdet merken, dass diese Herzenskraft, die will immer mehr heraus, die führt euch, die schiebt euch, dass ihr gar nicht mehr anders könnt. Und wohin führt die euch? Wohin schiebt die euch? In die Fruchtbarkeit. Und. Ja, das ganze hat noch einen weiteren Aspekt, nämlich, dass wir uns auch über Zeit und Raum hinaus bewegen können. Woran könnt ihr das festmachen und ähm, da möchte ich euch ein Beispiel sagen. Heute, wir haben Donnerstag, den 6. Mai, wo ich dieses Video aufnehme und wer meine Tagesimpulse verfolgt, weiß auch, was da für ein Impuls war, denn an dem heutigen Tag, was der letzte Tag der vorherigen Welle ist, ging es eben um einen Übergang, eine Brücke zwischen Seinsebene und Dimensionen und dass Träume ganz besonders wichtig waren. Also vielleicht, wenn ihr ganz bei Zeiten das Video anschaut, wisst ihr noch, was ihr geträumt habt und gemerkt habt, wie sich Zeiten verschoben haben. Ich musste selber heute Morgen schmunzen, als ich wach geworden bin aus einem Traum, wo ich von meinem Jüngeren Sohn geträumt habe und zwar in der Version, wie er jetzt ist, aber gleichzeitig war auch die vierjährige P äh, Version von ihm in diesem Traum. Und es war ganz interessant, was sich da aufgezeigt hat. Also, ich habe da lang noch drüber sinniert und wenn euch das auch passiert ist, das hat seinen Grund, weil da Dinge in Bewegung gebracht werden und. Ähm, das, was in Bewegung gebracht wird, gerade heute mit dem Donnerstag, wo es eben auch um Ängste und um Blockaden geht, was ist präsent, was darf weichen, werden wir so intensiv eben schon auf diese Welle vorbereitet. Und ich glaube, dass bei dem einen oder anderen das vielleicht schon fast seit Mittwoch am Wirken ist, aber. Es passiert halt einfach gerade immens viel. Also einfach annehmen, so wie es ist, damit wir alle unseren Entwicklungsweg gehen können. Und ja, jetzt wisst ihr auch über <laughs> Raum und Zeit hinaus, warum gewisse Dinge passieren. Und das, ja, das ist am Laufen. In der kommenden Welle, was kommt noch auf euch zu? Was ist noch so wichtig? Es gibt ja noch viel, viel mehr. Also. Wir haben da immer mehr die Zeit, dass wir uns eben auch über Raum und Zeit hinaus bewegen. Das heißt in den Portaltagen auch. Da ist jeder von diesen zehn Portaltagen ist ein Booster. Da wird wirklich einiges passieren. Was ich euch, euch heute, Halleluja, also heute mache meine Sprache nicht, <laughs> keine Ahnung, aber egal ich möchte euch noch mal wirklich ein was ans herzens legen denn gerade die rückmeldung die ich in den letzten tagen bekommen habe ähm, all die die sich von mir einweihen haben für die lilie der erneuerung das ist eine wunderbare energie die euch in diese noch transformieren kann, noch viel viel mehr, als es sowieso schon passiert, aber wo ihr so viel Altes hinter euch lassen könnt. Und ich werde das heute auch noch mal posten mit dieser Energie. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, denn all die Rückmeldungen, die ich bekomme, egal von wem, jeder sagt, es passieren magische Dinge in den Tagen danach, was da an Wandlung geschieht. Und ich glaube tatsächlich, diese Welle würde das noch mehr unterstreichen. Ja, über Zeit und Raum hinaus darf so vieles passieren und das, was passieren darf... Ähm ich habe die letzten paar Tage auch mit einigen Kunden gearbeitet, wo wir auch über Zeit und Raum schon hinaus gearbeitet haben. Denn ich habe etwas Neues einfließen lassen in die energetischen Blockadenlösungen, wo wirklich wahre Wunder geschehen. Und das, was sich da löst, das, das ist ganz faszinierend, wo wir wirklich in die Kindheit gehen, Dinge lösen, die da hinausgehen, wo dann auf einmal so eine immense Wandlung anfängt zu starten, also einfach wunder, wunderschön, was da herauskommt. Ja, in dieser Welle, die wir jetzt vor uns haben, da ist ganz viel Energie für Neues da. Da ist ein aufblühender Samen bei uns. Also das heißt, ihr habt Samen in euren Hosentaschen. Es gilt, sie auszusetzen, damit wirklich ja, dieser Samen aufgehen kann und das Ganze dann noch eben mit der Energie von eurem Herzen zu verbinden. Also da, da passiert etwas Magisches, weil ihr euch bewusst werdet, was aus dem Herzen kommt, der Same, der kommt, und dann noch eine Weisheit aus euch, aus eurem Herzen heraus. Also da wird so vieles ineinander gehen. Und das alles zusammen, wenn das sich dann zeigt, das ist fast so, wie wenn ihr eine neue Blume im Garten erschaffen habt und alle möglichen Menschen können diese Blume begutachten, bestaunen. Und ja, genau das ist am passieren. Und das ist hier in dieser Welle ganz besonders am passieren. In dieser Welle geht es auch sehr intensiv, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Warum betone ich das so intensiv? Ich möchte euch ein Beispiel sagen und das ist wieder passend, passiert ja nichts ohne Grund. Die Tage habe ich etwas gelesen und das passt einfach sinngemäß auf diese Welle. Und zwar ging es um eine Lehrerin, die ein Experiment gemacht hat mit ihren Schülern. Sie hat ganz ganz viele Schüler gepackt, in die Sporthalle genommen und jeder Schüler hat einen Luftballon aufgeblasen und jeder hat seinen Namen drauf geschrieben. Die Luftballons wurden quer durch die Halle verteilt und dann wurde jeder aufgefordert, seinen Luftballon wieder zu finden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da passiert. Stellt euch 100 Kinder auf einen Haufen vor und lasst alle mal nach ihrem Luftballon suchen. Das wird endlos werden und irgendwie, das ist auch nicht in die Puschen gekommen. Ende vom Lied, sie hat das abgebrochen und hat jeden aufgefordert, den Luftballon, der am nächsten bei ihm ist, zu nehmen und demjenigen zu bringen, dem der Luftballon gehört. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit hat jeder seinen Luftballon gehabt. Das möchte ich euch einfach mitgeben, weil das ein sehr schönes Beispiel ist, wie man miteinander so viele, viele Dinge bewegen kann. Und dieses Miteinander, das ist eben auch die Entwicklung. Denn viele, viele Seelen sind momentan auch auf der Erde, um andere voranzuschieben. Andere, die eben noch nicht ganz so weit sind. Das hört sich blöd an. Ich möchte das eigentlich auch gar nicht so bewerten. Aber wo noch so dieser letzte Kick fehlt. Und dieser letzte Kick... Das ist einfach das, sich gegenseitig helfen. Und da, da kann magisches passieren. Ich habe da noch ein Beispiel für euch. Und ähm, dieses Beispiel ist für mich immer ja, ganz maßgeblich, wie man auch Menschen etwas äh, mitgeben kann, auch Menschen verwirren kann. Und zwar, ich habe das selber erlebt in meiner Jugend. Wir hatten einen ganz bezaubernden Pfarrer, vor dem ich heute noch sehr viel Hochachtung habe. Der hat viele Dinge sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, er ist sie anders angegangen als andere, denn in dem Stadtteil, wo ich groß geworden bin, gab es ein Behindertenzentrum und irgendwie die Kinder aus dem Behindertenzentrum, die waren immer in ihrer eigenen Welt und wir in Anführungszeichen normalos auch. Und er hat das dann veranstaltet dass wir ein Wochenende zusammen mit all diesen behinderten Kindern hatten. Und was hat er gemacht? Er hat noch mehr Rollstühle mitgenommen und hat uns, Anführungszeichen, normalos auch in Rollstühle gepackt. Ja, und da waren wir die Hilflosen. Ganz ehrlich, es war heftig. Also wir haben auch rollstuhl gemacht. Wir haben natürlich ja keine Chance gehabt. Und das Ende vom Lied war: Wir sind dann allesamt mit Rollstühlen in diesen kleinen Ort. Ähm, da war ein kleiner Edeka Laden und haben dort eingekauft. Und wir waren natürlich die Show <laughs> dieses kleinen Ortes, weil ihr könnt euch vorstellen, was ist passiert? Die Bürgersteige, die in Anführungszeichen normallos in ihren Rollstühlen sind ausgestiegen, haben den Rollstuhl hochgehoben über die Bordsteinkante, um dann weiterzufahren. Und die in Anführungszeichen eben nicht normalos, die sind sitzen geblieben und haben die Bordsteinkante gemeistert. Also es war wirklich faszinierend, auch die Menschen in diesem Ort zu sehen, die, die gar nicht mehr wussten, was ist das jetzt für eine Truppe? Sind die behindert? Sind die nicht behindert? Was ist das? Es sind auch Erlebnisse, die bleiben einfach hängen. Und dieses Gemeinsame, da ist ein ganz, ganz wunderbares Gemeinsames entstanden, weil auf einmal jeder viel, viel mehr Respekt für den anderen hatte. Denn auch bei Menschen mit einem Handicap geht es darum, ihre Wertigkeit noch zu lassen. Bei manchen Sachen wollen die sich gar nicht helfen lassen, aber genau diese Achtsamkeit zu bekommen und das, also ich fand es eine ganz tolle Lektion, die wir als Jugendliche, als Teenager bekommen haben damals. Das möchte ich euch gerne mitgeben, denn ich glaube in dieser Welle, da geht es eben auch viel um das, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns gegenseitig helfen auch beim Aufblühen, weil vielleicht der eine von euch hat den Samen in der Hand und weiß gerade gar nicht, was er mit tun soll. Der andere hat schon gepflanzt und sagt: Hey, steck mal in die Erde rein und dann geht schneller. Und genau darum geht es. Ja, wow. Also ihr seht schon eine ganze Menge, was hier passiert. Was ist noch so wichtig? Und das wollte ich auch noch ansprechen, denn mich hat gerade in letzter Zeit einige Mails von euch ereilt, wo ich gefragt wurde, warum andere, die auch über die Maya-Welle Videos machen, andere Zeiten angeben wie ich. Da war ich erst ein bisschen irritiert und habe gesagt, okay. Uh, gib mir ein Beispiel, ich habe von euch diese Beispiele bekommen und es hat sich immer um ein und dasselbe gedreht. Also ich habe der Dame auch eine Mail geschickt, ich habe leider keine Antwort bekommen. Ähm, ich vermute, wo sie ihren Dreher drin hat, aber ja, man kann keinen zum Glück zwingen. Ich habe dahin geschrieben, aber. Man wird es sehen. Okay. Das wollte ich euch nochmal mitgeben, denn wichtig ist, wer sich wirklich mit der Maya-Welle beschäftigt, der weiß, welche Welle das ist, der weiß auch, wann sind die Tage, der wird auch erkennen, ähm, wo weicht jemand ab und wo eben nicht. Aber das wollte ich gerne nochmal mitgeben, bevor wir jetzt dann in die einzelnen Stapel gehen und gucken, was bedeutet das für euch? Und auch da nochmal, weil ich immer und immer wieder gefragt werde, ja, es kann sein, dass du dir schwer tust für einen Stapel. Dann ist in jedem was für dich drin. Manchmal ist es absolut eindeutig, manchmal eben auch nicht. Ich mache es eben gerne, dass du immer mehr deine Intuition fühlen und spüren kannst, was ist der richtige Stapel für dich. Und wenn du dir nicht sicher bist, hör dir alles an und dann ja, wirst du die richtigen Impulse für dich bekommen. Und jetzt schauen wir, erster, zweiter, dritter Stapel, was heißt das für dich, was kommt da Spezielles noch zum Vorschein? Alle, die den ersten Stapel gewählt haben, um was geht es bei dir? Ja, wir haben einen Begleiter an deiner Seite, den Engel der Entschlossenheit. Also, wenn dieser Engel kommt und wir sehen hier schon, das ist so eine Businessfrau, die die Stufe hinaufgeht, dann geht es darum, dass du jetzt für dich einen Entschluss fasst, dass du etwas festlegst, also dass ja dir klar wird, wo geht es für dich hin und das ganze dieses ganz klar sagen, ja, das ist mein Weg. Das hat dann noch mit etwas anderem zu tun, nämlich mit der Karte hier, Schluss mit klagen. Die Karte Schluss mit Klagen, die kommt immer dann, wenn wir vielleicht zu viel in der Opferrolle sind, wenn wir gar nicht mehr an dem Punkt sind, dass wir eben genau diese Entschlussfähigkeit haben. Aber jetzt kommt genau diese Kombi, du hast den Punkt und sagst, hey, jetzt ist Schluss, jetzt ist, jetzt ist hier Schicht im Schacht. Es geht jetzt da lang, da ist mein Weg und das ist ganz, ganz wunderbar. Denn du gehst jetzt vorwärts. Du wirst vielleicht, und du siehst es hier, das sind immer wieder mal Absätze auf der Treppe, immer wieder mal, nachdem du einen ganzen Stück vorwärts gekommen bist, stehen bleiben auf so einem Absatz, Luft holen, aber das heißt nicht, dass du keine Kraft mehr hast, sondern du holst die innerlich eine Kraft für den nächsten Etappenschritt. Und das ist auch wichtig so, weil du auch deinem Körper den Raum gibst, dem Ganzen zu folgen, was bei dir im Kopf schon passiert, was im Bewusstsein vorwärts kommt. Und das wird dir auch hier ganz klar. Auch wird dir eben klar hier, ja, Schluss mit lustig, also Opferrolle war gestern, jetzt kommt etwas anderes. Und da wird Fülle. Einzug halten, da wird Freiheit Einzug halten. Also du bist immer mehr in deinem Vertrauen. Du bist immer mehr, dass du deine Schultern richtest und vorwärts gehst. Dass du eben genau zeigst, die oder der bin ich. Und genau das ist gut so, weil du gehst deinen Weg. Du gehst hier ganz, ganz bewusst diesen Weg. Und ja, du bist in einem einem Wandlungsprozess. Also für mich ist das tiefe Veränderung, die hier stattfindet, weil du hast da ja in dir schon einen Ruf, der da ist. Dieser Ruf, der fordert dich eigentlich schon lange auf, aber das ein oder andere wird dich noch gehindert haben. Das wird auch seinen Grund haben. Das ist nicht immer schlecht, warum wir vor Dingen äh, gehindert werden oder ein bisschen blockiert werden. Das passt auch zu der Mai-Energie. Aber eben Luft holen, um dann den nächsten Etappenschritt vorwärts zu gehen, weil es geht eben auch um deine Stimme. Teile deine Stimme. Sag die nächste Karte, weil es ganz wichtig ist, dass du eben jetzt klar aussprichst, was so wichtig ist. Klarheit und Wahrheit wird hier immer wichtiger und gerade eben dieses Schluss mit Klagen in dieser welle mein wir haben es ja gehört da geht es auch um familiäre konstrukte da geht es um, um dinge die eben jetzt nicht mehr so im reinen sinn also du bist in der schöpferkraft du gehst vorwärts und diese entwicklung die du jetzt nimmst die wird sicherlich auch anderen helfen weil andere werden sehen dass du dich entwickelst die vielleicht ähnliche thematiken haben und das, das ist gut so, weil du hilfst nicht nur dir, du hilfst auch anderen. Wir sehen, dass du ein gewisses Multitalent bist. Und ja, ein Multitalent in deinem Leben. Es heißt hier zwar, es erscheint in deinem Leben, aber ich glaube, dass es wirklich um dich geht. Du bist das Multitalent. Die Frage ist, bist du im Balance? Weil richte dich jetzt auf deine innere Sonne aus. Also ganz im Zentrum bei dir sein. Du bist Multitasking. Atme dich in deine Mitte zurück. Und jetzt schau mal, was wir hier hatten mit dem Absatz. Atme dich in deine Mitte zurück. Und das sind die Auszeiten, die dann du für dich brauchst, für diese Balance. Und aus dieser Mitte heraus kannst du eben den nächsten Absatz, den wir hier auf der Treppe haben, nochmal bewusster steuern. Nochmal bewusster. Deine Fähigkeiten, deine Talente zeigen und auch zu zeigen, was ist dir wichtig, was, was gehört zu dir, all das. Also, das ist eine tiefe, tiefe Präsenz, die hier kommt. Das, was wir hier weiter sehen, und ähm, ja, das passt jetzt wieder auch da dazu, wir sehen, es geht um ein Arbeitsthema. Ich hole auch schon die anderen Karten dazu, denn ich denke, das ist ganz wichtig. Wir sehen die Eiskönigin und wir sehen, eine junge Frau. Also wir haben hier, und das ist ja auch eine Frau, die Arbeitskarte, wir haben hier ein Dreiergespann von Frauen. Was bedeutet das für dich? Also wir gehen da tief in die Materie rein, denn dieses Dreiergespann, da kamen sofort zwei Impulse bei mir. Einmal, dass hier wirklich etwas im Argen ist in einem Dreiergespann, diese Eiskönigin, anderen das Leben schon auch ein bisschen schwer macht, denn ja diese Eiskönigin, die hat natürlich viel erlebt, die äh, strahlt auch ja eine Kraft aus, die sagt ganz klar, was sie denkt, was sie spürt, was sie fühlt. Ähm, das kann nicht immer nett sein, also das kann hier wirklich ja Zoff im Arbeitsumfeld sein und etwas wo jetzt hier ganz klar Schluss mit Klagen ist, dass auch du in deine Kraft kommst, weil vielleicht muss dieser Eiskönigin einfach nur die Stirn geboten werden, dass hier wirklich mal auch Frauen sich zusammenschließen und sagen, so geht es nicht. Und genau das ist der zweite Impuls, eben auch ein Zusammenschluss von Frauen. Denn diese zwei Aspekte fließen hier rein. Einmal wirklich, dass es so unter Frauen Diskussionen geben kann, aber eben auch dieser Zusammenschluss, um etwas zu bewegen und je nachdem in welche Richtung das hier für dich geht, sei dir bewusst, dass es wichtig, diese Entwicklung, damit eben etwas passiert. Manchmal ja, da muss es fast überkochen, damit eine Veränderung eintritt. Also das ist nicht negativ anzuschauen, auch wenn die Situation sich etwas blöd anfühlt und du das Gefühl hast, oh wei, oh wei, was passiert da? Sei dir aber bewusst, dass du dich intensiv hier mit deiner Feuerkraft, mit deiner Schöpferkraft verbinden sollst, damit du eben in diese tiefe, tiefe Kraft aus deinem Herzen kommst. Und dann passiert auch etwas im Dienste der Gemeinschaft. Respekt. Ganz wichtiges Wort in dieser Phase, denn mal ehrlich, man kann sich alles an den Kopf schmeißen. Aber Respekt ist ganz, ganz wichtig. Denn äh, diese Kartenkombi, die wir hier haben, die erinnert auch daran, dass in der vergangenen Welle du immer wieder, äh, ja, gespiegelt bekommen hast, was dich alles hindert, dass du tatsächlich dich entfalten kannst. Und jetzt geht es aber in die Umsetzung, in die Veränderung, dass du eben in eine Bewegung kommst. Und das, das zeigt sich hier ganz immens. Wir schauen weiter, was für dich kommt und da sehen wir, da kommt dann auch die Karte Einheit. Also, du siehst hier, wir hatten hier schon dieses Frauengespann und jetzt haben wir noch die Karte Einheit. Das heißt natürlich, ja, es geht darum, dass es um mehrere Menschen hier geht. Also auch wenn du dann an dem Punkt bist, wo du sagst, dein kleiner Teil war jetzt nicht ganz ideal gelöst, aber es geht hier um viel, viel mehr. Nämlich auch, dass andere sich entwickeln, bewegen. Also schau das tatsächlich immer aus mehreren Aspekten an. Und ähm, trotz alledem wird dir bewusst, dass, dass auch du hier einen Gewinn gemacht hast, auch wenn das nicht unbedingt vielleicht von Vorteil für dich gelaufen ist. Du kannst natürlich auch, weil wir haben hier alle stehen, diejenige sein, die von anderen geschoben wird. Also da ist eben alles möglich. Also durchleuchte das wirklich ganz konkret, was ist da das Thema, was da zum Vorschein kommt. Wir haben dann auch noch die Unschuldskarte und du siehst, da lässt jemand die Hüllen fallen und ist im wahrsten Sinne nackig, befreit sich von Fesseln und das hat hier mit dem Schluss von Klagen zu tun. Das hat hier mit dieser Entwicklung zu tun. Kein Opfer mehr sein, vorwärts gehen. Diese Entwicklung, genau das ist es. Du befreist nicht nur dich, sondern es geht auch um die Menschen in deiner Umgebung. Also da ist ganz, ganz viel mit dabei und diese Hosen runterlassen im wahrsten Sinne des Wortes, da, da steckt hier viel Kraft, viel Power dahinter, was hier vorwärts geht. Und ähm, ja, zu erkennen, dass du ein Kind Gottes bist, dass du ursprünglich vollkommen unschuldig bist, darum geht es. Und es geht noch viel um das Thema Vergebung, es geht um das Thema Selbstvergebung, also alles wirklich komplett zu durchleuchten. Und dieses komplett durchleuchten, ja, da können auch Dinge auf den Tisch kommen, die eben nicht ganz so knackig sind. Äh, ja, was heißt nicht so knackig? Doch knackig, aber das kann mit Beziehungen zu tun haben. Ähm, es wird alles auf den Prüfstand gestellt. Also. Wir haben zwar hier die Paarbeziehung auf der Karte, aber ich glaube auch, nachdem wir hier ja Arbeit gesehen haben, dass es im kollegialen Umfeld auch drum geht, also nicht nur die Paarebene. Ich glaube auch weniger, dass es die Paarebene ist, sondern dass es hier wirklich ähm, diese Job-Ebene ist. Und nicht nur das, sondern wir sehen hier auch der Götze der Schwäche. Das ist jetzt spannend, denn schau mal, hier lässt jemand die Hosen runter, da ist jemand wie eingesperrt. Also, du wirst herausgefordert, weil es ist natürlich bequem, sich der Schwäche zu ergeben und diesem goldenen Käfig nicht zu entfliehen. Aber du wirst herausgefordert, weil schau mal, da ist jemand nackig raus aus dem Ganzen. Also wirklich Hosen runter, nackig, nichts mehr. Lang einem nackten Mann in die Hose, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da geht es hin. Also all das kommt. Und es kommt natürlich auch obendrauf noch der Götze des Schmerzes. Das heißt, das, das wirbelt schon ganz schön auf hier. Aber sei dir immer wieder bewusst, ähm, du brauchst die Balance zwischendurch. Immer wieder, du bist in der Wandlung. Schluss mit Klagen. Das ist Wandlung. Da ist eine ganz, ganz große Entwicklung möglich. Da ist. In der Gemeinschaft vieles, vieles mehr möglich wie das, was du dir aktuell erträumen könntest. Also lass das auf dich zukommen, lass das entwickeln, denn unterm Strich gehst du hier doch wieder als Gewinner aus dieser Situation heraus. Alle, die den zweiten Stapel gewählt haben. Um was geht es bei dir? Wir haben hier einen Engel an deiner Seite. Ja, der erweckt Erinnerungen in dir. Also es geht hier um Andenken. Es geht auch um das alles, was du in Gedenken an Personen hast. Wir sehen hier ein älteres Ehepaar, das in den Wolken ist. Also all das kommt zum Vorschein. Warum kommt das zum Vorschein? Wenn etwas direkt an diesen Gedächtnisspeicher geht. Der Gedächtnisspeicher hat vieles in uns, was wir gar nicht mehr oftmals auch so bewusst wissen. Manche Dinge wissen wir sehr bewusst. Wir wissen, woher kommen vielleicht gewisse Dinge, die wir erlebt haben, warum sind wir geworden, wie wir sind. Und manchmal, ja, da macht uns der Geist auch einen Strich durch die Rechnung, weil er uns vor Dingen schützt die wir aktuell vielleicht gar nicht verarbeiten können. Also oftmals Dinge, die der Kopf wegschiebt und die an einem x-beliebigen Tag auf einmal wieder auftauchen, weil wir uns erinnern und wir fragen uns, wo ist das eigentlich die ganze Zeit versteckt geblieben. Das ist manchmal wirklich gut so, gerade bei, bei Traumaerlebnissen, Traumata, das, das ist schon sehr intensiv. Aber bei dir geht es eben jetzt auch daran, mit diesem, was du im Kopf hast, zu arbeiten. Und das bedeutet auch für dich, dass es in einen Entwicklungsweg geht. Denn visualisier Fülle in jeder Form. Ich glaube, das hat jetzt mehrere Bedeutungen, denn wenn du negatives erlebt hast, geht es jetzt darum, dass du das wandelst in etwas positives und diese positive Fülle in dein Leben holst. Für die, die in Erinnerungen sind und sagen, boah, ja, man hat da einen Menschen verloren, an dem man sehr gehangen hat, das sei dankbar. Sei dankbar, dass du das erleben durftest und schicke hier Dankbarkeit in den Himmel. Und auch das ist Fülle. Und das ist eben jede Form der Fülle. Und all das, das wird dir etwas Neues bringen, eine neue Entwicklung. Also alles Negative wandeln und das, was du vielleicht mit Menschen verbindest, die verstorben sind, in Dankbarkeit umwandelst. Und ja, warum ist das so wichtig? Denn. Es geht für dich weiter, dass du eben deinem Weg auch vertraust. Dass der Weg, der vor dir liegt, deiner ist und der Wichtige und der Richtige. Also du sollst auch nicht ins Schleudern kommen. Das kann man nämlich ganz schnell, weil wenn man hier an Negatives denkt, dann könnte man sagen: Boah, warum ist das alles nur mir passiert? Hey, Du bist nicht der Mensch, der du heute bist, wenn du das nicht erlebt hättest, auch wenn es negativ war. Aber du hast unwahrscheinlich viel Erfahrung mitgenommen und all das. Darum geht es jetzt, das genauer anzuschauen, denn dir wird allerhand gespiegelt und ich denke, die Portaltage, die werden da auch einiges aufzeigen, was sich bei dir spiegelt. Und warum kommt das noch mal hoch? Weil es eben jetzt verarbeitet werden möchte, weil es jetzt in eine Veränderung möchte. Es möchte in Fülle. Es möchte in eine schöne Form gebracht werden. Darum geht es. Und dass hier dann auch noch der Wasserkristall kommt, das wundert mich nicht, denn der Wasserkristall sagt, dass sich Wasser je nach Schwingung, die du aufnimmst, auch veränderst. Weil wenn du Liebe und Dankbarkeit ähm, atmest, dann bringst du auch diese Schwingung hier mit rein. Denn ihr kennt sicherlich alle und diese Experimente hat man schon sehr oft in Social Media gesehen, dass das Wasser, wenn Du allein schon Zettel oder Energien reingibst, wie Hass und solche Sachen. Das, das spiegelt sich da alles wieder im Wasser. Gibst du Liebe rein, ist nochmal was ganz anderes. Und genau das passiert hier. Du bist hier derjenige, der am Verarbeiten ist. Also, vielleicht solltest du wirklich dir vorstellen, okay, was gebe ich heute in mein Wasserglas? Und wenn du merkst, dass Hass und Negatives und Ängste überwiegen, dann frage dich, wie kann ich das ändern. Weil da geht es dann nach dem Prinzip, okay, wenn ich jetzt in das Wasser schon so viel reingegeben habe, wie kann ich neutralisieren? Gebe Liebe hinein zum Neutralisieren, zum Verändern und schau einfach, was da alles passiert. Wir schauen auch bei dir, was kommt hier zum Vorschein. Und ähm, ja, wir haben hier einen einen Darkmail, also einen dunklen Mann. Wir haben hier Past Love, also eine Liebe aus der Vergangenheit und wir sehen, es geht um Geld. Ich glaube, dass hier noch viel viel mehr reinschwingt, was wir auf den wie das, was wir auf den ersten Blick sehen, denn ich glaube, was hier auch zum Vorschein kommt und ähm, Wer die Nachrichten verfolgt, hat diese Woche mitbekommen, wie ein dunkelhäutiger Fußballspieler angegangen worden ist und welche Konsequenzen das für denjenigen hatte. Ich möchte bewusst keine Namen sagen, denn es geht einfach nur um das Thema selbst. Und ich glaube, das wird hier ganz präsent. Nämlich, es geht darum, Menschen anzunehmen, wie sie sind. Und. Ähm, diese Kartenkombi, die wir hier haben, die zeigt einfach auch auf, dass hier jemand aus ja aus vergangenen Tagen wieder auf der Matte erscheint. Dass derjenige, wir haben ihn hier als ja als als dunkelhäutigen Mann liegen. Ähm, ich bin mit der Karte nicht immer ganz so glücklich. Ich glaube, dass es hier wirklich gar nicht, also schon auch um das Hautfarben-Thema geht, denn das ist sehr präsent im Kollektiv. Aber das, was bei dir aufläuft, das ist dieser Mann selber und es geht um Geld. Also da kommen Sachen auf den Tisch und das, was hier kommt, ich habe da einen ganz, ganz tiefen Impuls, dass das auch mit früheren Inkarnationen zu tun hat. Auch wenn dieser Mann heute hellhäutig ist, war der in früheren Inkarnationen tatsächlich auch mal ein dunkelhäutiger Mann und hat somit auch die Schwingung drin zu erkennen, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Also da schwingt dieses Thema unwahrscheinlich mit für alle, die diesen Stapel gewählt haben. Dieser Mann, wenn auftaucht in deinem Leben ähm, und es eben um Geld geht, Bleibe dir bewusst, was ist dein Weg. Dir wird einiges gespiegelt. Und jetzt ist die Frage, was gibst du in dein Wasser hinein? Denn das kann damit zu tun haben, dass dieser Mann entweder eine Forderung an dich hat oder auf einmal mit einem verlockenden Angebot kommt. Das ist beides möglich. Eben jetzt ist die Frage, dir wird etwas gespiegelt mit dieser Situation. Wie gehst du mit dieser Situation um? Also sei dir da ganz bewusst, was da so... Kommt. Und da schauen wir ja auch ein bisschen genauer rein, weil ja, jetzt haben wir das angerissen, aber wir wollen es ja ein bisschen intensiver wissen. Und da sehen wir, da kommt die Karte der Name Gottes. Das finde ich jetzt sehr schön, dass diese Karte kommt, nämlich das zeigt einfach wieder, dass die, dieses Kollektive, wo es um die Hautfarbe von Menschen geht, dass das noch ein ganz, ganz präsentes Thema ist. Also das hat auch etwas ähm, gewisser Vasen mit Züchten zu tun, hört sich bekloppt an mit Hautfarbe, aber das hat damit zu tun, dass wir Dinge in uns haben, die mit Verlust zu tun haben, mit Elend, mit Ungerechtigkeit. Da kommen Wiederholungen hoch. Diese Wiederholungen und das eben auch aus früheren Inkarnationen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, aber das schwingt mit und all das. Das möchte jetzt angeschaut werden. Das, das kommt auf den Tisch. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn ihr in den nächsten Tagen in irgendwelchen Energiearbeiten genau das auf den Tisch bekommt. Wenn ihr mit diesen Menschen arbeitet. Also egal in welcher Form es kommt, das möchte aufgelöst werden. Denn es geht um Wahrheit. Und diese Wahrheit hat mit dem Geldthema zu tun. Da scheint noch etwas da zu sein, was tatsächlich aus früheren Inkarnationen geldtechnisch euch miteinander verbindet. Jetzt geht es darum, diese Wahrheit. Deswegen habe ich auch das mit der Energiearbeit angesprochen, weil hier sehr viel Auflösung möglich ist. Und das, was hier aufgelöst werden kann, das sehen wir hier gleich. Denn da kommt der Götze der Unabhängigkeit, also da ist eine Abhängigkeit da, man möchte ganz ganz unabhängig tatsächlich sein, diese Abhängigkeit lösen, aber so auf Biegen und Brechen funktioniert es dann auch nicht, deswegen auch dieser Hinweis, weil äh, es geht hier wirklich das zum Wohle aller Beteiligten zu klären und das ganze das hat dann wieder damit zu tun und da kommen wir hier an diese Karte der Götze des Schlafes, dass der ein oder andere vielleicht auch ja, müde ist, etwas zu klären. Und müde im Sinne von gerade erschlagen irgendwo und dass einem das alles zu viel wird an Erinnerungen. Denn gerade auch so Dualseelenprozess, wenn solche Sachen auf den Tisch kommen, ähm, da ist einer von zweien immer, der das Gefühl hat, das wird gerade zu viel und ich muss jetzt wegrennen. Und ich meine, da ist dieser Schlafmodus, ich, ich ziehe die Bettdecke über den Kopf. Äh, ja, kann man machen, aber das ist nicht, nicht des Rätsels Lösung. Und ähm, das wird anstrengend, schon auch ein bisschen. Aber am Ende dieser Welle wirst du dir wirklich auf die Schulter klopfen, weil du hier unwahrscheinlich viel lösen kannst. Und ich denke, unter dem Strich ist es für dich eine ganz, ganz tiefe, tiefe Bewusstseinserweiterung, die hier stattfindet. Alle, die den dritten Stapel gewählt haben, um was geht es bei euch? Ja, bei euch geht es darum. Und wenn ihr das schon seht, uh, da ist, ich mach mal so, es ist dunkel. Man fühlt sich so, boah, gefangen im Dunkeln und da bewegt sich nichts. Und da kommt jetzt ein Engel, der nimmt dich an die Hand und sagt: Schau mal, da vorne, da ist das Licht. Und darum geht es, diesen positiven Aspekt zu sehen, dass weiter vorne das Licht ist, dass du eigentlich nur noch wenige Schritte gehen musst, um in diesem positiven Licht anzukommen. Denn. Sind wir mal ehrlich, die Situation, wo wir uns alle, und ich denke, das ist, egal in welchem Land gerade, das kann schon sehr erdrücken, was da im Außen mit unserer Politik und mit Vorgaben und 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 gemacht wird, das kann sehr erdrückend sein. Aber jetzt gilt es für dich. Suche dir positive Aspekte, wo du das Gefühl hast, da ist ein Ziel, und das ist es. Das Ziel, das du dir setzt. Also wirklich, ähm, ja, was kann ich dir da empfehlen, wenn, wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, boah, jetzt kotzt mich auf gut Deutsch gerade mal alles an. Wetter-Scheiße, Politik-Scheiße, man kann nichts machen, man kann nichts tun. Das ist so, ja. Mach etwas Positives für dich. Sei es auch, du ähm, erzeugst. Das hört sich jetzt blöd an, auf künstliche Art und Weise dir einen Wohlfühlmoment. Das kann ganz simpel passieren. Mach ein Picknick in deinem eigenen Wohnzimmer, mach in deinem Fernseh. Es gibt, also kann ich dir wunderbar empfehlen, auf YouTube ganz, ganz tolle ähm, Seelenreisen, wo man das Gefühl hat, man ist wirklich auf Urlaubsreise. Da gibt es Bilder ähm, und Videos, dass man, wie wenn man eine Reise macht, zum Beispiel in die Karibik oder nach Norwegen oder dergleichen. Mach dir so einen wunderbaren Wohlfühlmoment. Und lass das einfach mal wirken, dass du einen Lichtblick hast, dass hier etwas, ja, etwas Schönes in dein Leben einziehen darf. Denn gleichzeitig gilt es auch darum, dass du dich mit den Engeln verbindest und sie darum bittest, dass sie dir helfen für die Erfüllung deiner irdischen Bedürfnisse. Deine irdischen Bedürfnisse, die, ja, da gibt es ganz, ganz viele und in der jetzigen Zeit ja sowieso. Die Engel und auch Gott, sie können dir helfen, aber es geht darum, dass du zulässt, dass sie dir helfen. Es ist auch wichtig, dass du hier ja, das Ganze mal aus einer anderen Perspektive mit anschaust und so eine Leichtigkeit reinbekommst. Weil ich glaube, hier in diesem Dunkeln, was wir ganz zu Beginn hatten, da denkt man, es gibt keine Lösung mehr. Da, da ist alles gerade so verfahren, dass man denkt, es steht. Aber nein, du kannst eben so vieles bewegen. Es, es gilt jetzt für dich darum, dass du tatsächlich hier Licht einziehen lässt. Und dieses Licht... Das darf aus dir herausstrahlen. Deswegen mach Wohlfühlmomente für dich. Finde ganz, ganz wunderbare eigene Wohlfühlmomente, wo du dieses Leichtigkeitsfeeling bekommst. Denn das, was hier dabei ist, das ist auch ganz klar und das passt ähm, ja zum Wochenimpuls. Du bist nicht alleine. Es sind ganz viele Geistführer, Ahnen, Engel. Die sind alle an deiner Seite, also die sehen auch, dass es dir gerade vielleicht nicht ganz so gut geht und du das Gefühl hast, pff, ah, ja alles ist irgendwie doof, aber hey, es ist nicht alles doof, weil du darfst jetzt etwas ganz, ganz wunderbares erfahren, nämlich jetzt kommt der Wasserdrache, jetzt kommt Dynamik, jetzt geht etwas vorwärts. Es geht jetzt zwar schon an deine tiefen, unergründlichen Gefühle, auch an magische Fähigkeiten, weil die wollen jetzt eben erkannt werden, was du für eine Kraft in dir hast. Und diese Kraft, ja, die kann etwas ganz Neues, etwas ganz Wunderbares aufbauen. Und das hier, das zeigt einfach, dass du dich selber mit Unterstützung der Geistführer aus einem dunklen Loch herausziehst. Und das, das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz... Ähm, Tiefe Kraft, die aus dir kommt, das ist ein Lebenswille. Das ist ein tiefer, tiefer Lebenswille, der hier zum Vorschein kommt. Wirklich, ja, aufzublühen. Das Ganze, das hat auch noch mit ein paar anderen Sachen zu tun. Denn was kommt hier noch für dich? Das, was wir noch sehen, wir sehen, schau mal, was da für dich kommt. Die Beauty Queen, also wirklich so. Ja, ein Aufblühen, das hier erscheint. Und dieses Aufblühen, das hat auch damit zu tun, dass es hier Richtung deinem Schicksal geht. Dieses Schicksal, was hier für dich angedacht ist, und da sehen wir auch, da kommt auch noch ein Mann ins Spiel, also da kommt auch hier etwas in Bewegung. Ich denke fast, du hast einen langen Atmen, einen langen Atem gehabt, dass hier etwas vorwärts geht. Aber jetzt gilt es wirklich, ja, auch selber. Du hast dich aus diesem tiefen Loch rausgeholt und der Wasserdrache, das ist so wie so eine Reinigung von oben. Das ist wie eine Spülung von oben, die jetzt stattfindet. Und genau das, das wird hier bei dir passieren. Diese Spülung von oben, so wie ich sie hier nenne, die hat dann eben nochmal, und das sehen wir es noch ein zweites Mal, und die Karten sind sogar übereinander, das ist Lichtenergie, Lichtenergie, die von oben kommt. Also das ist wirklich Licht, das aus dir herausstrahlst. Und dieses Licht, hey, Licht, Dunkel, das, das ist so. Auch Glaubenssätze, die in dir sind. Du wirst Glaubenssätze hinter dir lassen, die dich so ein bisschen runtergezogen haben. Also da ist so unwahrscheinlich viel, viel bei dir am Arbeiten oder in dir am Arbeiten. Also sei dir bewusst, dass du hier durch eine tiefe, tiefe Transformation gehst, eben auch von dunklen Gedanken, von ähm, Veränderung in dir, von Annehmen all das. Und du wirst erkennen, in Gott ruhen die Karte, die kommt hier. Ja, Gott beschützt dich. Also wir hatten hier schon, bitte um die Erfüllung deiner irdischen Wünsche. Bitte Gott darum, bitte die Engel darum. Denn unter dem Strich, was passiert hier bei dir? Aus diesem Loch, wo du dich auch selber mit herausziehst, wo du aber auch angeschoben wirst. Ähm, die, die, diese Karte, das, das, das bringt Freiheit für dich. Das ist wie aus einem Gefängnis ausbrechen. Und ja, du darfst diese Freiheit genießen. Du, du wirst unwahrscheinlich genießen, was hier mit dir und bei dir passiert. Du hast natürlich so ein paar Sachen mit dabei, wo ich sage, okay, das könnte knackig werden, denn das kann auch ganz krass in etwas anderes gehen, nämlich in den Götze des Gewinnens, also dass du dann aus dem Loch heraus bist und meinst, du fängst das Fliegen an, das wäre dann ein bisschen too much. Also <laughs> da wird schon einiges passieren, aber der Götze des Gewinnes, diese Karte, wenn kommt, ähm, ja, das ist eine Karte, nicht zu, zu, also schon Gas geben, nicht falsch verstehen, um Gottes Willen, sondern diese Karte, die spricht auch davon, dass man sich selber manchmal da, dahintert an Dingen. Also, das sind auch so Selbstzerstörungsmechanismen, die hier mit dabei laufen. Das kann sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung gehen. Und, das geht dann noch weiter, nämlich wir sehen dann auch, da kommt der Götze des Todes und der Götze des Todes. Das ist eine Karte, ja, Halleluja. Das ist, wie wenn man, wie wenn man sich selber fast schon ein bisschen aufgegeben hat. Und ich glaube tatsächlich, diese Karte, die, die wird nur bei, bei ganz wenigen... So immens zum Vorschein kommen, aber wenn sie kommt, diese Selbstaufgabe, dann wird es natürlich doppelt so schwer, aus diesem dunklen Loch hervorzukommen. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch gestimmt, dass alle, die diesen Stapel gewählt haben, dass hier richtig etwas vorwärts geht. Und ich glaube tatsächlich auch, das hat dann auch hier mit dieser Begegnung zu tun, dass du hier einem Menschen begegnest, der dich auch so ein bisschen noch auch mit rauszieht. Ja, lass dich einfach mal überraschen. Ihr Lieben, ich bin am Ende angekommen. Es wird eine interessante, eine spannende Welle, aber nichtsdestotrotz eine wichtige Entwicklungswelle für uns selbst. Und darum geht es ja final. Ihr Lieben, ich schicke euch ganz viel Licht und Liebe und in diesem Sinne Namaste.